Hallo und herzlich willkommen, ich bin zu euer PlayTV und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Super Mario 3D World. Wir sind da, wo wir letzte Folge aufgehört haben, nämlich bei der Zirkuswelt. Wir waren ein bisschen zu langsam bei beiden Grünsternen letzte Folge. Dann hätten wir das Level durchgehabt. Deswegen schauen wir, dass wir es heute schaffen. Mit Toad. Okay. Ey. Oh, Alter. Okay, zweiter Grünstein. Ist in der Tasche. Huiuiui. Seht ihr, neue Aufnahme, neuer Anlauf? Perfekt. Boah. Ey. Danke. Da oben ist Captain Toad. Nice. Oh Gott. Ja! Und das war das Level. Seht ihr? Und ich sterbe. Egal, ist nicht so schlimm. Kann man durchrushen. Okay. So, so, so. Da oben ist Captain Toad, merken. Wow! Ey. Und hopp. Und hopp. Und zack. Jetzt einfach schön ruhig. Ich hab gesagt, schön ruhig. Haha. Muss aber groß bleiben. Das ist eins der wichtigen Dinge. Die Große hat, glaube ich, gerade dabei gekillt. Nicht das Item, was ihr wollt, aber egal. Hab sie verloren. Der macht gerade so blöde Fehler, weil ich einfach zu nervös bin. Okay. Und let's go. Einfach schön, Kamote. Okay. Hier fehlt uns jetzt die goldene Flagge. Die werde ich nach dem Part nachholen. Jetzt spielen wir ein bisschen weiter. Luigi!
120 Sterne. Und Chuck. So, jetzt spielen wir ein bisschen weiter noch das Level. Bam. Hektik im Hinterhof. Okay. Mario! Oh nö. Und Doppelkirschen-Power. Ernsthaft? Okay. Level beendet. Ne, wir müssen nämlich mit Toad hier in das Level, wegen dem Stempel. Deswegen haben wir jetzt einen Grünstern und Toad jetzt als nächstes gleich. Sorry, Mario. Aber wir können dann in die Röhre, das ist super. Jetzt haben wir mit Toad einmal das Level beendet. Jetzt werden wir mal mit Peach reingehen. Das Level werden wir jetzt ein bisschen so durchprobieren. Der Stempel ist cool. Ah, ups. Hallo. Let's go. Bin jetzt klar, ne? Oh. Da hilft die Doppelkirsche nicht einmal was, weil die ist da nachkam, gell? Jo. Ah, verdammt. Nochmal, nein. Okay. Nochmal von vorn. Jetzt bin ich mir nächstes wieder groß. Die goldene Flagge haben wir. Jetzt noch einmal mit Luigi eine. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wo der erste Grünstand sein soll. Wo? Da in der Overworld. Jetzt haben wir jeden Charakter in dem Level gehabt. Wow. Okay. Perfekt.
Das Level ist zu 100% abgeschlossen. Nice. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir was. Jawohl. Okay, so gehe ich am liebsten weg. Mit der Katze. Okay. Wisst ihr was? Machen wir schnell dort das Level durch, dass wir die Flagge haben. Und wir machen es mit Peach, weil die ist ein bisschen besser zum Handeln da. Ich würde sogar sagen, dass wir erst den Tanuki nehmen und dann erst auf die Katze wechseln. Yeah. Okay. Das sind gleich Hälfte. Eine Peach-Hälfte. So kann man das Level nämlich auch machen, gell? Bam. Ach, Schwein. Jetzt mache ich gerade zu viele Fehler. Bei den letzten Grünsteinen waren so ein Timed-Event, Alter. Ich hätte wieder nicht geschafft, lol. So. Jetzt haben wir gleich das Level auch geschafft. Perfekt. Holy! Leider geht's echt nicht, gell? Mann! Noch einmal. Ich brauche die goldene Flagge. Sonst ist das LP nicht auf 100%. Das nervt. Holy. Jetzt habe ich das Level echt schon bald 100, sehr gut im Griff. Das einzige, was halt bei den Levels nervt, ist echt das mit die 100%. Sonst die Levels an sich sind ja endlich easy. Aber ihr habt ja gesehen, jetzt mit Peach früher drüben in diesem komischen Haus, in diesem Hinterhof,
Es ist nicht schwer, das Spiel. Es ist halt einfach nicht 100% sind schwer. So. Genau. So, zack. Hier war Frage. Kann ich gleich auf den aufhören? Nee. Ich hätte sogar einen Stern jetzt gekriegt. Obwohl ich einen Fell gemacht habe. Wisst ihr was? Katzenlocke. Dann kraxel ich wenigstens noch hoch. Wisst ihr was? Das mache ich später. Das mache ich später, das Level. Obwohl, ach scheiß drauf, Hälfte haben wir, sehr nicht viel. Alter, das war knapp. Ich hab erst gedacht, ich mach das offscreen, aber jetzt, da wir noch bei der Hälfte sind, geht das klar. Ich habe aber das Glück und krieg noch eine Katzenglocke. Meine Güte, schon wieder ein Bumerang. Ach, Gott sei Dank. Bruder! Alter, ich schwitz. Scheiß Spiel. Na, Spaß. Okay, Leute. Da wir die letzte Folge ein bisschen überzogen haben, machen wir diese Folge kürzer. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst euch ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann zeige ich mal, tschö mit euch, tschö mit V. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Super Mario 3D World wieder. Bis dann, euer PlayTV. Servus!